Sie lieben schwere Motorräder, geben sich als Machos und leben nach dem Motto: einer für alle, alle für einen. Die Hells Angels. Er war einer von ihnen, nannte sich Bad Boy Uli, der böse Uli. Vor 3 Jahren stieg er aus, ist heute untergetaucht. Die Höllenengel, sagt er, hätten die alten Ideale verraten. Es ist so, dass die wenigsten überhaupt Motorrad fahren. Es geht dabei ausschließlich nur ums Geld. Und in Deutschland ist es so, die größte Einnahmequelle ist halt ganz einfach das Rotlichtmilieu. Mir ist kein Schader bekannt in keiner Stadt, die nichts mit dem Rotlichtmilieu zu tun haben. Einhergehend mit dieser Szene ist der Drogenhandel, speziell Kokain. Charter, das sind die bundesweit 42 Ortsvereine der Hells Angels. Zählt man Mitglieder, Anwärter und Unterstützer zusammen, haben sie mehrere tausend Mann hinter sich. Die Vorwürfe des bösen Uli klingen Ermittlern vertraut. Das Rotlichtmilieu ist das ganz traditionelle Betätigungsfeld der Hells Angels. Dort treffen wir auf legale Bordellbetriebe, aber der Übergang zwischen legaler und illegaler Prostitution oder auch Zwangsprostitution ist natürlich fließend. Und so findet natürlich auch die Zwangsprostitution durch die Hells Angels auch in legalen Bordellen statt. Beispiel Steintorviertel Hannover. Die Amüsiermeile ist fest in der Hand der Hells Angels. Sie stellen Türsteher, kontrollieren Lokale und Bordelle. Zur Zwangsprostitution kommen noch Drogen- und Waffenhandel, behauptet Bad Boy Uli. In ganz Deutschland. Ich wüsste keine Stadt, wo es nicht so ist. Also mir ist keine Stadt bekannt, ich kenne mich da relativ gut aus. Eines Tages hatte Bad Boy Uli genug. Für mich ist es ganz einfach eine kriminelle Organisation, die ihre finanziellen Geschichten zum größten Teil aus illegalen Geschäften in breiter Couleur abdeckt und ihre Einnahmenquellen wirklich mit allem verteidigt, weil keiner gibt gerne irgendeinem anderen nach oder gibt einem freiwillig sein Geld. Und da kommen auch dann halt die Kriege her. Die Rockerkriege fordern immer mehr Opfer. Verfeindete Gruppierungen wie die Hells Angels und die Bandidos bekämpfen sich gnadenlos. Mitglieder beider Clubs werden auf offener Straße erschossen, wie in Berlin im August oder in Duisburg im Oktober 2009. In dieses Vereinshaus fliegt eine Handgranate, die aber nicht explodiert. Im März 2010 erschießt ein Hells Angel einen SEK-Beamten durch die geschlossene Haustür. Die Bedrohung wächst, erklärt die Polizei. Wir stellen fest, dass Hells Angels und Bandidos von der Anzahl der Gruppierung ziemlich gleich mittlerweile sind, aber auch gleich viel Gewalt und Straftaten entwickeln in dem Bereich, aktiv werden im Bereich der organisierten Kriminalität. Aus dieser Gesamtheit heraus ist es so, dass Bandidos und Hells Angels für uns im Moment die stärkste Bedrohung auch sind. In Schleswig-Holstein schreitet der Innenminister ein und verbietet die Rocker. Ende April besetzen 300 SEK-Beamte die Vereinshäuser der Hells Angels in Flensburg und der Bandidos in Neumünster. Die Häuser werden geschlossen, die Vereinsvermögen beschlagnahmt. Es wurde höchste Zeit, die Liste der Straftaten war lang. Körperverletzungsdelikte bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen, dann Waffenmissbrauch in ganz umfangreicher Art und Weise bis hin zu kriegswaffenähnlichen Funden. Das waren Funde, die ganz deutlich machten, dass hier also auch paramilitärische Übungen stattgefunden haben müssen. Dabei konnte der Innenminister die Rocker nur in Flensburg und Neumünster und nicht in ganz Schleswig-Holstein verbieten. Denn die Rockerclubs sind nach dem Vereinsrecht organisiert. Und zwar lokal, nicht landes- oder bundesweit. Deshalb kann der Staat nur einzelne Ortsvereine der Rocker verbieten. Innenminister Schlie will mehr. Natürlich ist es vernünftig und richtig, wenn wir diese aus unserer Sicht ganz eindeutig zuzurechnende Organisation zur organisierten Kriminalität auch bundesweit verbieten könnten und würden. Darüber werden wir ja auch auf der Innenministerkonferenz jetzt Ende Mai miteinander beraten. Viel zu spät, sagen Kritiker. Immerhin zählt das Bundeskriminalamt die Rocker schon seit 5 Jahren zur organisierten Kriminalität.
Wir fragen nach beim Bundesinnenminister de Maizière. Kein Interview, auch schriftlich keine Antwort. Doch allein im neuesten Bundeslagebericht des Bundeskriminalamts 2008 werden 15 Verfahren gegen Rockergruppen aufgelistet, unter anderem wegen Rauschgifthandel, Gewaltkriminalität, Eigentumskriminalität, Waffenhandel und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Aussteiger Bad Boy Uli hat ein Buch über seine Vergangenheit geschrieben und versteht nicht, warum die Gangs weitermachen dürfen. Ein Verbot sei längst überfällig. Wenn man Ruhe im Staat haben will und wenn man die Bevölkerung schützen will und diese Ausschweifung endlich mal beenden will, mit aller Couleur der einhergehenden Straftaten in diesen Betätigungsfeldern, ist es so. Also wäre meiner Meinung nach zwingend notwendig. Oder man lässt alles einfach so laufen, wie es ist, dann wird die Gewaltspirale immer weiter nach oben gehen. Sogar vor Mord schrecken die Hells Angels nicht zurück, behauptet Bad Boy Uli. Auch gegen ihn richte sich ein Mordauftrag. Denn er hat bei der Polizei ausgepackt. Darauf steht bei den Hells Angels die Todesstrafe.